warten, wenn da einer vorbeiläuft, der ein bisschen was getrunken hat, dann ist der ein Opfer, gell? Der ist dran, das ist Fakt. Würdest du sagen, hier gibt es Freundschaften? Nein. Also viel, dass die Leute sich gegenseitig beklauen, die jahrelang befreundet sind und alles. Schlimm ist das. Du wirst echt nur beschissen hier, gell? Und dann fühlt man sich natürlich auch nicht gerade toll damit. Eher verletzt und all so Sachen. Und bin dann damals sogar auch in die Werbeagentur gelandet. Die hätte ich fast übernommen sogar, aber dann bin ich schwanger geworden. Und es war auch mein Wunsch, ich wollte gerne eine Familie haben. Wie geht dein Sohn damit um? Mit der Sucht? Drogen nimmst und alles? Er versteht es nicht wirklich. Da gibt es eigentlich Sozialarbeiter, die sind auch teilweise ein bisschen abgestumpft, habe ich schon gemerkt. Ja, wenn du jetzt deinem jüngeren Ich einen Tipp geben könntest, welcher wäre das? Ich meine, ich sage dir im Vorfeld, ich bereue nichts. Ich bin vor 26 Jahren nach Frankfurt gekommen, war damals hier in der Nähe in Friedberg auf einer Therapie und habe da gemeint, damals noch erste Therapie, da bin ich geheilt danach und so Dinge. Was ein großer Trugschluss war, muss ich im Nachhinein sagen, aber ich bin dadurch, weil es halt nah an Frankfurt liegt, habe ich damals eine Wohnung gefunden in Bad Nauheim und wollte auch sauber bleiben und alles. Ja, aber dann war ich plötzlich einsam und allein und bin halt doch irgendwie rückfällig geworden, weil ich unter Menschen wollte. Und ich kannte halt niemand anders außer Süchtige zu der Zeit. Und bin halt hier gelandet, ne? Das ist jetzt wieder rückläufig. Also eine Zeit lang war ich richtig festes Inventar von der Szene hier. Und jeder kennt einen auch und man kennt auch jeden eigentlich. Jetzt die Leute, die jetzt so dazugekommen sind, die mit Migrantenhintergrund, sage ich jetzt mal, die kannte ich alle nicht. Inzwischen kenne ich auch die alle und die mich. Die Szene hat sich auch sehr gewandelt und so. Gell. Mir gefällt es inzwischen so nicht mehr in Frankfurt. Ich fand es mal schön. Ich fand es wirklich mal schön und ich bin gerne hierher gekommen, auch zum Bahnhof, ob man es glaubt oder nicht. Und die Leute waren cool. Aber sind sie irgendwie nicht mehr. Das ist nur noch ein Haufen trauriger, keine Ahnung, wie ich das bezeichnen soll, einfach unterste Schublade. Ja. Würdest du sagen, es kommen immer mehr Leute ins Bahnhofsviertel? Ja. Also Süchtige, sage ich jetzt einfach mal. Von außerhalb, prozentual werden es immer mehr, die von außerhalb hierher kommen. Also das ist voll irgendwie, kommt mir sehr vor, sehr voll. Aber dafür kommen weniger Touristen hierher, die sich das mal angucken wollen, weil die so einen Abschreck kriegen, wenn die das sehen. Wobei aber am Wochenende ist das Bahnhofsviertel eigentlich auch sehr gut besucht. Ist schon immer relativ voll, das stimmt. Also wo es jetzt wettermäßig gut war, da habe ich mich selbst gewundert, wo die alle wieder herkommen. Ja. Leute halten sich ein bisschen ferner, weil die irgendwie Schiss haben, weil die auch überfallen werden und ausgeraubt werden hier auf offener Straße. Von manchen, die fahren ja auf diese Masche dann auch. Die warten, wenn da einer vorbeiläuft, der ein bisschen was getrunken hat, dann ist der ein Opfer, gell? Der ist dran. Das ist Fakt. Und deswegen, das spricht sich ja auch dann rum und so. Also ich denke mal, dass Frankfurt immer weniger besucht werden würde. Und zum Trinken und so und zum Feiern. Ich würde, die werden nach Sachsenhausen ausweichen, dann glaube ich. Okay, aber würdest du eher sagen, im Bahnhofsviertel kommen eher immer mehr Suchtkranke? Es wird nicht weniger. Es wird nicht weniger, im Gegenteil. Es ist, die parken hier irgendwie auch viele, weißt du, die sind so wie ich irgendwo auf einer Therapie in der Umgegend gewesen, brechen die ab oder sind fertig und wissen gar nicht, was sie mit sich anfangen sollen, weil da stehst du erstmal wieder alleine da, ne, und weißt gar nichts. Und dann wird es komisch, weil dann hast du keine Hilfe mehr und keinen Schutz mehr von da. Und dann musst du alleine kämpfen und das ist manchmal ganz schön schwer, wenn man das nicht gewohnt ist, gell. Und so geht es vielen Leuten hier. Die bleiben hier hängen dann einfach, wo sie in Würzburg wohnen oder irgendwo im tiefsten Bayern leben, gell, oder in Baden-Württemberg, und die bleiben einfach hier hängen, weil es sich gerade so ergibt und bleiben halt hier. Ja, es gibt viele, wo nur kurz mal vorbeischauen wollten und bis heute nicht rausgekommen. Gibt es auch, ja, ganz viele sogar. Also ich war eigentlich auch so jemand, ich hatte auch nicht vor, hier ein Dauergast zu werden, aber Frankfurt hat halt auch irgendwas an sich, wo mich angezogen hat und was die anderen auch anzieht. Bloß es ist nicht mehr so attraktiv irgendwie. Also die jetzt nur hier hängen bleiben, die bleiben ausschließlich wegen den Drogen, glaube ich, da. Und wirtschaften sich mal kurz in 2 Jahren total runter. So sieht es gerade aus, ist Fakt. Würdest du sagen, hier gibt es Freundschaften? Nein. Also sagen wir mal so, ich persönlich habe 1, 2 Freunde, Freundinnen, wo ich mich drauf verlasse auch, wo ich weiß, es funktioniert. Die kenne ich aber auch schon aus einer Zeit, wo ich noch keine Drogen genommen habe, sagen wir mal. Und ich hoffe, dass es auch so bleibt, dass es funktioniert, gell? Weil ich habe inzwischen, als ich vor kurzem aus dem Knast wiederkam, da hieß es, trau nicht mal denen, die du schon 20 Jahre kennst, weil die ziehen dich auch über den Tisch inzwischen. Ich habe es trotzdem gemacht und habe ihnen getraut. Also bis jetzt ist mir noch nichts Schlechtes passiert von der Seite. Also ich glaube, so ein bisschen so eine Art in die Richtung Freundschaft gibt es schon.
aber eben nicht so wie im Normalfall Freundschaft bedeutet. Hoffen wir mal, dass es auch so bleibt. Ja, das hoffe ich sehr. Das wäre enttäuschend und mein Weltbild würde sich doch sehr erschüttern, wenn das irgendwie tatsächlich nicht, so, nicht mehr so wäre, weißt du. Ja. Also, du würdest eher sagen, hier kann man nicht sich gegenseitig vertrauen, oder? Keinesfalls. Auf gar keinen Fall. Es ist auch also viel, dass die Leute sich gegenseitig beklauen, die jahrelang befreundet sind und alles. Schlimm ist das, heißt, ja. Ich wünsche mir so sehr, dass ich den Menschen vertrauen kann. Das wäre für mich ideal. Also ich finde es toll, aber das ist eigentlich eine Illusion, weil es einfach kein Vertrauen gibt hier, weil das einfach auch nicht bestätigt wird, das Vertrauen. Du wirst echt nur beschissen hier, gell? Und dann fühlt man sich natürlich auch nicht gerade toll damit, eher verletzt und all so Sachen, gell? Die Gefühle, Achterbahn geht hoch und runter dann, gell? Also mir kommt da teilweise, ich bin dann manchmal, wenn ich 2 Tage nicht geschlafen habe, dann bin ich über diese ganze Sache so erschüttert manchmal, dass ich nur noch heulen will, gell? Das ist wirklich ja. wahr, gell? Wie ist es, Eva? Du bist jetzt mittlerweile 60 Jahre alt und du hast ja auch ein Leben vor dem Ganzen hier gehabt. Ja. Möchtest du uns ein bisschen was darüber erzählen? Warum nicht? Ich habe also ein ganz normales Leben gehabt. Ich habe, sag mal, ich habe irgendwann mit 12, glaube ich, meinen ersten Joint geraucht. Ich war immer ein Mensch oder ein Teenager damals, der vom Rausch eigentlich fasziniert war. Ich wollte einfach wissen, was steckt hinter dem Rausch oder was steckt hinter dem Alkoholrausch und was passiert, wenn ich einen Joint rauche und sowas, und habe es halt probiert. Und mit dem Alkohol bin ich gleich überhaupt gar nicht gut gefahren. Da ging es mir sehr schlecht und da habe ich es auch nicht mehr angerührt. Mit dem Joint ging es mir auch am Anfang schlecht, aber das habe ich dann so sporadisch dann doch weiter geraucht. Und mit 16, an meinem 16. Geburtstag, habe ich das erste Mal also Kokain und Heroin also durch die Nase genommen, weil ich es einfach wissen wollte. Ich hatte damals schon Leute um mich, die halt richtig drauf waren auch, gell? Und ich wollte die heile weltmäßig, wollte ich sie alle noch irgendwie retten und habe das natürlich nicht hingekriegt, klar, aber das war so mein Wunsch, dass ich die irgendwie sozial irgendwie, dass ich denen helfen kann. Ne? Und später bin ich dann selber da reingerasselt in diese Situation, gell. Aber davor war ich eine ganz normale Mama und Ehefrau, habe einen Job gehabt, habe eigentlich ganz gut verdient auch, habe ein Auto gehabt, halt was man so hat und was ein normales Leben eigentlich so sagt, gell? Was man so sich vorgestellt hat. Ich war jetzt nie jemand, der Geld gehortet hat oder so oder geplant hat für die Zukunft, das kann ich gar nicht. Das konnte ich noch nie, glaube ich. War es bei dir so, hast du irgendwas gehabt, was dich dazu gebracht hat, diese Drogen zu probieren, oder war es eher die Lust? Hast du ein Schicksalsschlag? War die Lust gehabt, einfach, oder? Ich war neugierig, ich wollte es wissen. Weil Rausch ist ja, ich habe auch viel über sowas gelesen, so. Ich lese eigentlich immer ganz gerne über so Dinge nach. Und da war es halt so, Menschen haben sich schon von jeher haben sie sich berauscht, gell? Die einen halt mehr und die anderen weniger. Ich habe mal in so einem Projekt ABM-Maßnahme mitgearbeitet, so eine Schauspielgruppe waren wir. Und da hatten wir sogar einen Ordner, wo wir nachlesen konnten, wie viel prozentual wieder aussteigen und sowas. Wir sind dann immer in Schulklassen verteilt worden und so, das war cool. Okay. Und haben also kein Drogentheater gemacht, sondern das war so ein Unterhaltungstheater im Pro-Theater. Also wir haben direkt auf der Bühne entstehen lassen, was die Leute uns zugerufen haben. Das war also eine richtig tolle Sache und ich war da auch clean, gell, in der Zeit. Das ist mir auch nicht schwer gefallen, clean zu bleiben, weil ich da was Cooles für mich gefunden hatte, was mir unheimlich viel Spaß gemacht hat und mir auch das gegeben hat, was die Droge wahrscheinlich sonst mir gegeben hat. Es ist eher so eine Sache, dass man nach etwas sucht, was man nicht hat, und deshalb nimmt man die Drogen. Ich glaube schon, ja. Ich meine, es ist einem nicht so wirklich bewusst oftmals, gell. Aber es muss ja da irgendwas, also... Irgendwas fehlt. Und irgendwas fehlt einem wohl. Also mir hat meine Psychologin gesagt, dass sie das so sieht, dass ich ein Mensch bin, der immer unterfordert ist. Ich will immer Input haben irgendwie und will immer was Neues sehen und immer... Also ich brauche praktisch immer Farbe um mich rum und muss was Neues irgendwie hören und dass ich wieder was zum Neuverarbeiten habe. So, gell? Ja. Ich bin ein genusssüchtiger Mensch, hat sie dann gesagt zu mir. Ist halt wohl so. Was hast du früher gearbeitet in Spandau? Ich habe sogar eine Lehre gemacht als Einzelhandelskauffrau, wie man so heute so schön sagt. Und habe die auch fertig gemacht. Und dann bin ich in den Autohandel gegangen. Dann habe ich im Verlag gearbeitet. Ich habe so ein bisschen rumprobiert, was mir gefällt. Und bin dann damals sogar auch in eine Werbeagentur gelandet. Die hätte ich fast übernommen sogar, aber dann bin ich schwanger geworden. Und es war auch mein Wunsch. Ich wollte gerne eine Familie haben. Aber es sollte halt nicht sein. Es hat nicht geklappt mit dem Mann. Du hast mir vorhin erzählt, dass du auch einen Sohn hast. Ja, den wollte ich auch unbedingt haben, den Sohn. Und ich bin auch ganz arg froh, dass ich ihn habe. Das war wahrscheinlich das Beste, was ich je gemacht habe in meinem Leben, diesen Sohn. Und ich hoffe sehr, dass es so sich die nächsten Jahre auch besser entwickelt, dass wir mehr Kontakt haben. Er ist halt auch kilometermäßig ein bisschen weiter weg auch.
ich habe keinen Führerschein und dann, aber mir reicht es schon, wenn wir telefonieren und uns schreiben immer wieder mal oder so, ja. Wäre ich schon glücklich. Könntest du die Geschichte nochmal erzählen, die du mir vorhin erzählt hast, dass du mir mit 10 Jahren abgegeben hast? Ich habe gemerkt, dass ich dem Kind einfach nicht mehr gerecht werde, ne? Und dass ich versage einfach in gewissen Punkten und das wollte ich eben dem Kind nicht zumuten. Und daraufhin habe ich beschlossen, dass ich meinem Mann nachgebe, der wollte den immer zu sich holen, weil er hat nämlich keine Drogen genommen oder nur ab und zu mal was gekifft so. Und ich meinte, also er kriegt es auf jeden Fall besser hin, weil er nicht unter dem Einfluss von Drogenentzügen steht und so weiter, dass er den Nico zu sich holen will unbedingt. Und ich habe aber am Anfang das nicht gewollt, aber später habe ich es für vernünftiger gehalten einfach. Und das Familiengericht fand es total klasse, dass ich mich so entschieden habe, weil da auch einen riesengroßen Schritt dazu gehört, so was Egoistisches zu machen. Und damals habe ich das gar nicht so gesehen, gell. Ich dachte, ich wäre ein scheiß Egoist, weil ich es einfach weggebe. Aber das war wohl gar nicht so der Punkt, der da ausgeleuchtet hat. Ja, und dann habe ich ihn nach 17 Jahren erst wieder gesehen. Mit 27 genau, hat er mir einen Brief geschrieben ins Gefängnis und hat mich da damals besucht, ja. Und da habe ich eine halbe Stunde, bin ich nur in seinem Arm gelegen, glaube ich. Der hat mich zwischenzeitlich um einen Kopf überragt schon und habe geweint, gell, nur. Ja. Und heute ist dein Sohn ein erfolgreicher Mann? Ja, auf jeden Fall. Bin ich auch mega stolz. Ich meine, da habe ich so viel jetzt nicht mehr beigetragen. Bis 10 war ich dann immer da, aber dann danach ist eigentlich der Vater dann schon auch derjenige, der da ein bisschen mitgemischt hat. Aber er hat gute Gene, denke ich mal, weißt du? Die Gene sind gut. Wie geht dein Sohn damit um? Mit der Sucht? Drogen nimmst und alles? Er versteht es nicht wirklich. Der kann jetzt einfach nicht, dass ich nicht kämpfe. Er ist auch kein Süchtiger, er kann es nicht nachvollziehen. Deshalb wollte ich ihm auch immer wieder mal so vermitteln, dass man das einfach so schnell sagen kann. Kämpf doch und mach was dagegen und so. Leichter gesagt, das ist nicht als getan. So einfach. Da spielt sich ja eine Menge psychologisches Zeug in deinem Kopf ab. Natürlich. Weil so ein körperlicher Entzug, der ist relativ schnell durchgezogen, da bist du clean. Aber der psychische ist zwar noch ein bisschen schwach, aber was in der Psyche nachher los ist, wenn du das gar nicht anders kennst und die letzten 20, 30 Jahre nur mit dem Gefühl von dieser Wattepackung um dich herum erlebt hast, dann ist auf einmal ganz komisch grau alles. Natürlich. Und das möchte ich nicht haben. Man fängt an, man hat nicht unbedingt viel Probleme, man möchte nur probieren, genau. Oder richtig. Einfach und mal man austesten. Kriegt die Probleme dadurch. Genau. Erst. Sobald man reinkommt ins Bahnhofsviertel, ja. Oder irgendwie, egal wo es ist auf der Welt, ja. Sobald man halt in dieses Milieu reinkommt, fangen ja. Die ganzen Probleme erst an. Genau, dann fangen die Probleme an. Man denkt, man vergisst durch den Konsum die Sachen, aber es wird immer schlimmer. Man tut sie einfach mal so auf Eis legen eine Weile, weißt du, und holt sie sich dann wieder vor, wenn man mal gerade Zeit dafür hat, wenn es passend ist, weißt du, und dadurch hat das schlechte Gewissen nicht so diesen Vorrang, den man dann immer mit sich rumschleppt. Würdest du sagen, hier, also viele Süchtige tun ihre Probleme vor sich hinschieben? Ja, auf jeden Fall. Und verdrängen sie auch viel? Ja. Es liegt aber auch viel daran, dass sehr, sehr viele eben hier halt leben und gar keine richtige Bleibe haben und nicht mal einen Tisch haben, wo sie mal einen Brief schreiben können oder sowas. Und dann wird es geschoben, klar. Oder man sucht sich dann halt einen Sozialdienst, der einem das abnimmt und dann hilft, gell. Mache ich übrigens auch manchmal, weil ich bin jetzt auch in so einem betreuten Einzelwohnen drin. Also ich lebe in meiner eigenen Wohnung und mache mit so einem Verein praktisch einmal die Woche so Gespräche, dass ich halt auch so eine Stabilisation für mich habe und halt auch gerichtliche Sachen und so das drumherum einfach regeln kann, weißt du? Man muss den ersten Schritt irgendwie hinkriegen, das ist das Wichtigste. Und dann halt konsequent dranbleiben. Die meisten Leute, das interessiert die doch gar nicht. Verrecken sollen sie Dinge, die sich... Also das erleben wir oft so, gerade in dem Alter von dir jetzt oder von euch. Die machen sich über die Leute hier lustig und so, weißt du. Ja, ich bin heute Morgen mit dem Fahrrad gefahren und bin irgendwie in ein Loch reingefahren. Bin umgefallen mit dem Fahrrad. Da haben so ein paar so Kiddies so... Was heißt Kiddies? Die waren auch schon über 20. Die haben sich dann noch voll amüsiert darüber, gell, dass ich da hingeflogen bin und mich tierisch aufgeregt habe und auch noch gejammert habe und so. Ja, besser aufpassen und so, weißt du, dann höre ich das Wort Junkie so im Hintergrund. Dann habe ich gesagt, das hat aber wenig mit dem Junkie zu tun, da ist ein riesen Loch auf der Straße, vielleicht hast du das nicht gesehen, ich hoffe, du fährst auch mal rein, damit du mal weißt, wie das ist, wenn dann aus der Ecke noch irgendwie blöde Sprüche kommen. Die sehen das Ganze und die überlegen nicht, dass eine Geschichte dahinter steckt. Ganz genau, die sehen uns einfach nur als Abschaum. Leider, ja. Was kann man deiner Meinung nach tun, um den Leuten hier zu helfen? Damit es nicht so ist, um den Leuten hier zu helfen? Einfach präsent sein und also ich fände es cool, das ist mir selber schon im Kopf rumgegangen, im Klapperfeld zum Beispiel, im ehemaligen Knast da,
Da kann man Räume anmieten zum Beispiel. Da gibt es eine Menge Leute, die auch mit einer Idee da reingehen und dann halt da Sachen machen, zum Beispiel Schreibbüros oder Musik oder keine Ahnung. Und ich finde, da könnte man so eine Anlaufstelle einrichten, einfach nur von Usern für User oder von Hobbyhelfern oder von, keine Ahnung, wie man das nennen würde. Also ihr könntet zum Beispiel auch auf einer Vereinsbasis arbeiten. Ein Verein, da würdet ihr auch subventioniert und all so Dinge. Da kann man wirklich dann helfen, weil es kostet ja auch Gelder teilweise. Natürlich. Ziemlich, weißt du? Ich glaube nicht, dass ihr das privat aufbringen könntet. Was das ist eine schwierige Sache. Ich meine, viele wollen, haben die Intention zu helfen, aber Wenn da keine Hilfe von anderen Leuten kommt, ja, ist eben, da braucht man Hilfe von wichtigen Personen eigentlich, weißt du, die auch die Drähte dazu haben, um zu helfen. Von den reichen Bankern, die mal hierher kommen und die muss man dafür interessieren einfach. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, das könnt ihr ganz gut. Also der Kameramann ist ja ein ruhiger mehr, aber ich glaube, du hast es drauf. Man kann so viele Dinge machen, weißt du? Ich wollte auch schon so Briefe schreiben an gewisse Leute und nach Spenden suchen und so weiter. Das ist eigentlich nicht mein Job. Da gibt es eigentlich Sozialarbeiter, die sind auch teilweise ein bisschen abgestumpft, habe ich schon gemerkt. Klar, Also so ein frischer Wind wäre das schon mal ganz gut, finde ich. Vielleicht schiebt es das Ganze auch mal wieder an, dass die auch wieder mehr motiviert sind, die Leute so mal natürlich an der Hand zu nehmen, weißt du? Wie ist es bei dir? Benötigst du Hilfe? Brauchst du etwas? Jetzt im Moment, so von euch meinst du? Ja. Ja, bestimmt. Jetzt spontan, muss ich eigentlich selber lachen, spontan fällt mir jetzt gar nicht so viel ein. Okay. Das Einzige, was ich immer brauche, ist Geld, ist klar. Natürlich. Aber das ist jetzt halt nicht so diese Hilfe, die eigentlich gemeint ist, glaube ich. Ich wäre schon froh, wenn ich ab und zu mal, ja, keine Ahnung, wenn man mir ab und zu mal was ermöglicht, weißt du, so mal was anderes zu machen zum Beispiel. Klar. Mal irgendwie so ein Theater zu besuchen oder keine Ahnung, so, sowas würde mir sowas gefallen. In der Art, ja? Ja, wo ich mal auf andere Gedanken komme und einfach mal was anderes sehe. Das fände ich gut zum Beispiel. Das wäre so die Hilfe, die mir so gerade spontan einfällt, weil eigentlich, ich bin ja nicht unzufrieden mit meinem Leben und im Moment läuft es ja auch. Die Wohnung, ich habe die Wohnung gekriegt. Wow, auch noch in Sachsenhausen, auf der Partymeile habe ich jetzt eine Wohnung. Besser geht's doch gar nicht. Und die ist auch noch klasse. Ich gehe da nie mehr raus, wenn ich nicht muss. Und wenn du jetzt deinem jüngeren Ich einen Tipp geben könntest, Welcher wäre das? Das wäre der Tipp. Ich meine, ich sage dir im Vorfeld, ich bereue nichts. Ich denke jetzt nicht so, dass ich, hätte ich das mal da und da nicht gemacht oder hätte ich so und so gemacht. Das ist sowieso nicht mehr rückgängig zu machen. Aber ich würde dennoch sagen, ein bisschen vorsichtiger sollte ich schon sein und nicht so waghalsig auf alles reinspringen, was irgendwie Spaß bringt, gell? Weil man überschätzt sich da manchmal sehr. Und ich glaube, ich würde meinem Jüngeren ich sagen, komm mal runter und überschätze dich nicht so sehr und flieg mal nicht so hoch, weil das könnte mal ganz schön böse nach hinten losgehen. Oder wer hochfliegt, der fällt tief. Und es ist halt schon so weit manchmal gewesen, dass ich schon sehr tief gefallen war und verzweifelt war auch. Und auch gesundheitlich mich kaputt gemacht habe und mir Narben zugefügt habe, die mir dann auch seelische Narben zufügen. Natürlich ist klar, das eine zieht das andere nach sich. Und da würde ich, glaube ich, mich schon so ein bisschen ermahnen und würde sagen, hey, jetzt machen wir langsam. Aber im Großen und Ganzen, ich habe mich arrangiert mit dem Ganzen, mit der Sucht und so. Ich habe früher lange Jahre gedacht, ich muss aufhören. Habe mich da selber unter Druck gesetzt, weil das so erwartet wurde, einfach von der Familie auch und so. Die haben gesagt, Mann, du musst doch irgendwann mal das hinkriegen. Jetzt wirst du schon so und so alt und hast immer noch nicht die Kurve gekriegt. Das sind so Klischee-Denkweisen, wo ich mir gesagt habe, wieso eigentlich muss ich das denn? Wenn es doch mein Leben ist und für mich so okay ist, dann warum muss ich denn jetzt unbedingt aufhören, nur weil ich jetzt 50 werde oder 60 werde? Ja, klar. Dann nehme ich es halt. Für manche Leute gibt es ja wirklich die Möglichkeit aufzuhören und sie möchten das auch wirklich. Aber bist du der Meinung auch, dass es Leute gibt, die einfach sagen, hey, ich nehme Drogen, ich akzeptiere das und ich werde sie nehmen, bis ich sterbe? Ja, ich kenne auch eine Menge davon. Und das kommt auch mit dem Alter, weißt du, mit der Weisheit so ein bisschen, sage ich mal. Weil man sagt sich dann einfach, das ist ein Teil von mir. Also mir geht es nicht schlechter damit. Ich will nicht sagen, dass mir es immer gut geht damit, aber es kann ja nicht alles so verkehrt sein, weil sonst würden wir es ja nicht so lange schon nehmen. Und immer wieder, weißt du, und nicht damit aufhören. Also irgendwas muss ja dran sein, was auch gut tut, also mir persönlich gut tut. Und das ist halt einfach immer wieder, aber wir suchen. Aber wir suchen letztendlich auch so für die Zuschauer, dass sie das sehen, so irgendwo muss ich, also da meine Meinung sagen, es ist irgendwo eine Illusion, was es einem gibt. Natürlich. Das ist eher eine Lüge. Das habe ich mir gerade auch so, als ich so angefangen habe, das so zu erzählen,
ging mir genau das durch den Kopf eigentlich. Natürlich. Ich weiß das auch, dass es im Grunde genommen so ein bisschen vorgegaukelt ist, ja. Klar. Aber nichtsdestotrotz geht es mir gut. Mir geht es zum Beispiel nicht gut in Momenten, ich habe einen Lebensgefährten und der verträgt zum Beispiel diese Substanzen manchmal nicht. Natürlich. Und dann wird er aggressiv zum Beispiel und so. Das widerstrebt mir total, weil ich das überhaupt nicht bin. Und da denke ich mir dann auch, wenn man doch Drogen nimmt und verträgt sie nicht und wird dann so ein Arschloch davon, warum dann muss man doch irgendwie aufhören damit, gell? So Leute sollten das auch tun, finde ich, die dann mit nicht klarkommen mit diesem Rauschen. Ja. Bist du der Meinung, dass viele Leute, die auf der Straße sind, nicht immer die Wahrheit sagen, wenn man sie fragt, wie es hingeht? Auf jeden Fall. Dass sie immer alles schön reden und sagen, mir geht's doch gut. Natürlich, Mann. Weil die wollen natürlich auch nicht, dass jeder in die Seele reingucken kann, ja. Weil das macht sie verletzlich dann, gell? Natürlich. Was würdest du sagen, ist die prozentuale Quote eher höher, dass die Leute sagen, ich möchte rauskommen aus dem Ganzen, oder dass die Leute sagen, ich nehme Drogen, bis ich sterbe? Also, das hat was mit dem Alter zu tun, meine ich. Wenn, also von dem Alter bis zu diesem Alter, würde ich sagen, ist es prozentual noch höher, dass die Leute sagen, sag mal, bis 30, sage ich jetzt einfach mal. Es ist noch eine Chance da, wenn man aufhört, dann kann man wieder in ein normales Leben zurückfinden und das mal wieder so leben. Dann findet man vielleicht auch wieder einen Job und so. In dieser Alterskategorie, da lohnt sich das auch. Und da glaube ich schon, dass die Leute eher dazu tendieren, aufhören zu wollen, ja, wenn sie es denn hinkriegen. Und manche kriegen es ja tatsächlich gebacken, gell. Die einen besser, die anderen weniger gut. Aber je länger der Kampf eigentlich ist oder je länger der Konsum eigentlich schon läuft, umso weniger willst du dich herumquälen. Und dann denkst du dir auch, warum soll ich, weißt du? Ist nicht unbedingt so notwendig, gell. Ja. Okay. So würde ich sagen. Perfekt. Dann danke ich dir vielmals für deine Zeit, Eva. Ich wünsche dir alles Gute. Ich finde es gut. Ich war total überrascht, dass dieses tolle Interview stattfinden konnte. Ich habe kein Problem damit, dass ich da ausgestrahlt werde. Ich zeige gern mein Leben. Ich fände es gut, wenn ihr die Stimme der Straße abonnieren würdet, weil dann ist nämlich uns allen geholfen damit. Das ist cool. Danke. Vielen Dank, Eva.